The Shadow Mode. Ja? Urs wird, denke ich mal, bis zur Olympia kein Form-Update präsentieren, sondern bleibt bedeckt. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie die Form aussieht. Ich habe gestern Urs im Bunker getroffen, wir haben ein bisschen gequatscht und der hat mir schon gesagt, es ist eine sehr, sehr harte Prep aktuell. Aber mal gucken, was er in diesem Video sagen wird. Let's go. Wirklich eine Sache, die mir zu schaffen gemacht hat. Ich will euch da keine Märchen erzählen. Das hat so ein bisschen die Liebe zu dem Sport in den letzten Jahren auch kaputt gemacht. Ich glaube, so die ganze Olympia-Prep kann man so ein bisschen unter dem Hashtag Shadow-Modus laufen lassen. Wenn man es mit den anderen Preps vergleicht, da gebe ich Urs recht. Was läuft denn hier, Wie man unschwer erkennen kann. Ich habe einen Hoodie an, ich habe ein Shirt an, ich habe eine Jacke drüber, ich habe ein Halstuch an, ich habe eine Lutsche neben mir. Gut, das ist der KFA tief, so ist dem Athleten immer kalt. Definitiv. Ich habe gerade eben Lukas Form-Update gesehen. Die Sidechest gefällt mir richtig gut. Da hat er sich auf jeden Fall verbessert. Die sieht irgendwie praller und voluminöser aus als sonst. Tom Prim, danke dir fürs Abo. Eine Sache, die hat sich nicht geändert, aber wenn unschwer am schlechten Licht erkennen kann, wir sind zurück. Wir sind im Bunker. Er war jetzt in Kuwait, dann war er in Dubai und jetzt ist er wieder back in the town. Und wir sind 30 Tage vorm Olympia, Alter. Weniger. Guck mal, ich bin gar nicht up to date. Ich grüße euch, das Jahr ist so schnell rumgegangen. In 9 Tagen fliege ich bereits nach Vegas. Letztes Jahr bin ich das erste Mal nach Orlando geflogen zu Mr. Olympia und es kommt mir nicht vor wie ein Jahr. Einfach ein Jahr, Junge, das ist unglaublich. Je älter man wird, umso schneller, wirklich schneller geht die Zeit. Das ist krank. Wir sind zurück aus Dubai. Dubai war eine geile Zeit. Geile Zeit für mich, vielleicht nicht so für euch, denn ihr habt nicht ganz so viele Einblicke bekommen wie sonst. Also verzeiht mir das an der Stelle, aber ich glaube, so die ganze Olympia-Prep kann man so ein bisschen unter dem Hashtag Shadow-Modus laufen lassen, weil ich war schon ziemlich mit mir und meinem Körper beschäftigt, sagen wir mal so. Ich habe die Zeit dort genutzt. Ich bin echt gespannt, wie sein Paket aussieht. Ich finde es geil. Ich schwöre es euch, ich feiere es, dass Urs diesmal, glaube ich, wirklich, ich glaube, bis Tag X wird er nichts zeigen. Was habe ich mit meinem Bart gemacht? So eine scheiß Lücke. Ich war heute beim Friseur, ich glaube, der hat meinen Bart verkackt. Junge, ich sehe aus wie ein bisschen Bär. Muss ich mal nächstes Mal ein bisschen kämmen und ein bisschen Bartöl reinballern. Rauchi, danke dir fürs Abo. Aber ich, wie gesagt, ich denke, dass Urs dieses Jahr bis Tag X nichts zeigen wird. Ich glaube, da wird es auch keine Berichterstattung mit Rap One geben, also keine Formchecks. Ich glaube, der wird sich diesmal wirklich bedeckt halten. Was ich aber geil finde, das macht das Ganze umso spannender. Einfach. Wie in Zeiten vor Social Media, beziehungsweise Zeiten vor, ja, bevor es so krass nach oben ging und man immer mehr und mehr abliefern musste, immer mehr, ja, sozusagen Content gemacht hat und so hart wie es klingt, immer weniger das eigentliche Bodybuilding gelebt und verfolgt hat, habe ich das dort gemacht, Alter, und ich sag's euch, es hat unfassbar gut getan. Es hat sich nicht nur in der Physik, wo es am Ende drauf ankommt, geäußert, sondern auch im Gesamten. Guten Abend an alle Neuzugänge hier im Chat. Ich habe schon gesehen, hier sind ein paar Leute, ein paar Jungs und ich glaube ein paar Mädels auch, die das erste Mal hier online sind. Ich grüße euch. Viel Spaß. Im gesamten Modus, weil Real Talk, so am Anfang der Prep, ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Ich glaube, das kannst du ganz gut bezeugen. Ich war nicht so in dem Modus, ob ich es überhaupt dieses Jahr auf die Olympiabühne schaffen werde. Krass, also das wusste ich nicht, dass es dem da mental so schlecht ging. Und da habe ich so ein bisschen zurück zu den Spuren sozusagen mich auf die Suche begeben. Habe das erst mit Kuwait gemacht. Hat funktioniert, aber hat nicht so ganz funktioniert, denn ein großes Teil des Puzzles hat gefehlt und das jetzt Alice wahrscheinlich neben mir. Und dieses Puzzleteil wurde mitgenommen nach Dubai und wir hatten echt eine geile, produktive Zeit.
Ja, mein Lieber, dazu habe ich gerade eine Reaction abgedreht zu Johnnys ganzen Wettkampf und auch dem Posing. Wir wissen, was zu machen ist. Das weiß Johnny auch selbst, aber darüber erzähle ich euch ausführlich alles morgen in der Reaction. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Morgen Mittag kommt die online. Und haben ordentlich geackert. Ich meine, die eine Arm-Session habt ihr gesehen mit den Jungs dort. Und die war... Ja, das Video war geil. Brachial96, danke fürs Abo, Digi. Die war sozusagen ein kleines Sinnbild dafür, wie auch die anderen Einheiten liefen. Also da wurde richtig Gas gegeben und da wurde der Körper auf jeden Fall auf ein weiteres Level gepusht. Ja, ich will ja nicht immer zu viel raushauen und ich bin ja eh nicht der Typ, der immer so krass von sich redet, so Alter, so und sowas. Ja, hier seht ihr was, Steffen. Ah, da gab's aber ein paar Sticheleien gegen Brian Ansley. Und Rough Diesel, glaube ich. War doch, glaube ich, Brian, oder? Ja, der, doch. Oh, Digga, Urs, du hast doch immer in großen Ton, was ist das ja auch nicht schlimm ist. Ich finde sowas geil, diese Sticheleien im Bodybuilding. Unter den Top-Leuten. Das ist ja wie im Boxsport, genau dasselbe im Kampfsport. Ich finde es geil. Aber da gebe ich Urs nicht recht. Er hat in Vergangenheit groß über sich geredet. Was aber auch nicht, da ist ja nichts Verwerfliches dran. Da gab es schon mal das ein oder andere Rumgestichel im Internet. Fang geschrieben hat. So geil, echt komplett. Okay, WhatsApp-Verläufe werden hier vom Coach geleakt. Und ich versuche. So geil, echt komplett anderes Gesamtprodukt. Bin ich mal gespannt, Alter. Versuch low-key zu bleiben. Die werden sich anscheißen. Oh, geil. Ich bleib ruhig. Das ist die Mission, Kinnladen droppen. Ey, also wenn das von Stefan kommt, das ist krass. Ich muss sagen, ich fühle auch weniger Druck, nicht so harten Druck, den ich die letzten Jahre gefühlt habe. Sehr gut. Weil die ganzen Vergleiche kommen. Ich sehe mich in den Vergleichen immer gar nicht drin. Das ist so irgendwie auch geil, weil es lässt mich einfach in Ruhe arbeiten, in Ruhe mein Ding erledigen. Und wir kennen alle den Sport, wir wissen alle, wie es laufen kann. Letztendlich ackern wir. Ich habe Urs das erste Mal auf dem Schirm gehabt 2019. Da hat er, glaube ich, in der Schweiz gelebt und hat die ganzen Pro-Qualifier mitgenommen. In derselben Zeit war ich auch in Prep auf meine erste NPC-Vorbereitung. Habe da die Dennis Wolf gewonnen komplett mit Gesamtsieg und dann bei der Dennis James den Klassensieg gemacht und knapp an der Pro-Card vorbei. Nur da hatte ich tatsächlich keine finanziellen Mittel, um weiter Wettkämpfe zu machen. Ich konnte mir nur die Shows aussuchen. Ich habe damals sogar extra für die Wettkämpfe war ich, glaube ich, 5.000 Euro im Minus im Dispo, weil ich all mein Erspartes, das ist halt teuer, ne? Wenn man alleine noch gewohnt und also ich war ganz normaler Arbeiter, ich konnte mir tatsächlich nicht mehr erlauben damals. So eine Prep kostet natürlich viel Geld. Und da habe ich das erste Mal Urs auf dem Schirm gehabt, wir haben seit da Kontakt, haben uns das erste Mal dann in Frankfurt auf der Dennis James das erste Mal getroffen und ich habe ihm damals Rice Cakes mitgebracht, das weiß ich noch. Aus Holland, die Snackjacks, weil der hat die bei mir in der Story gesehen und habe ich gesagt, ey, pass auf, ich bring dir welche mit, weil er jetzt ein, zwei Wochen vor Dennis James Classic ist er Profi geworden und hat dort, als ich meinen Pro-Qualifier hatte, hat er dort sein Pro-Debüt abgeliefert. Da war auch Mike Sommerfeld, David Hoffmann hat die Show gewonnen damals und hat sich damit qualifiziert auf den Mr. Olympia für 2019, genau. Und seit 19 habe ich Urs nicht auf dem Schirm, sondern seit 19 kennen wir uns quasi. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre gibmirnoch2wochen-E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. Hardcore, um das Paket zu verbessern. Wenn ich Liebe und Freude empfinde und die Leichtigkeit, dann funktioniert es bei mir am besten. Und auf der bin ich jetzt auf jeden Fall zurück am Start. Also Leute, wenn ihr das Video seht, heißt noch 6 Mal schlafen, dann geht's in die USA und aus den USA wird der Daily-Content geballert. Ganz klare Sache und dann seid ihr live dabei, Olympia, Vegas. Ich nehme nur Normalos an, also nur Lifestyle-Coaching. Ich mache keine Wettkampfvorbereitung mehr. Nur noch
Lifestyle-Coaching. Schreibt mir einfach auf Instagram. 2024 spektakelt. Dann gibt es nicht nur Daily Content, sondern dann gibt es auch ein Ding, was gerade bei mir ein bisschen Druck macht, ein bisschen zündet. Crank Olympia. Oh, geil. Es gibt wieder ein Crank Olympia. Sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Die zweite Version. Olympia 2. Geil, da bin ich mal gespannt. Der letztes Jahr, der hat schon gut gescheppert, Alter. Extra für euch. XT-Zone 1998. Danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Gutscheine müssten diese Woche noch rausgehen per E-Mail, Freunde. Findet ihr dann auf eurer E-Mail-Adresse. Und extra nicht viel dran verändert. Es gibt ein, zwei kleine Änderungen. Wir haben ein, zwei... Genau, dass ihr genau so reinschmieren werdet im Training, die auf jeden Fall die Wirkung nochmal deutlich stärker machen. Aber ansonsten wollte ich alles wie Version 1 lassen. Das Ganze wird es am 9.10. in Limited Edition zu erhalten geben. Also jetzt schon mal einen kleinen Reminder stellen. Ich krieg den bestimmt die Tage zugeschickt. Ich bin gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall Feedback geben. Ich denke, dann ist der aber schnell weg. Ja. Letztes Jahr war am ersten Tag ausverkauft, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, Digga, wie viel, 7 Minuten? Johannes macht Hip Thrusts im Hintergrund, geil. Darauf wollte ich heute gar nicht groß eingehen, wollte nur sagen, Pre-Workout wird reingeschallert und ansonsten, ich kipp mir das Ding hinter die Binde und dann heißt es heute ein gutes altes Rücken-Training im Bunker abreißen. Ich meine, es sind nur noch 2 Wochen und dann geht's schon in die USA. Ist echt crazy, wie die Vorbereitung verfliegen. Kommt mir wie gestern vor, als man 16 Weeks Out begonnen hat. Und ja, ich sag auf jeden Fall Stößchen, geben wir Gas. Was mir aufgefallen ist, ich dachte so, ich saß vorhin in der Bahn und dachte mir, Junge, es läuft hier ein Zug oder was? Heute ordentlich auf Durchzug unterwegs. Ja, ich bin die letzten 7 Monate, glaube ich, mit kurzer Hose rumgesprungen. Heute erstes Mal wieder. Ey, bei mir auch. Ich habe jetzt seit 1-2 Wochen das erste Mal eine lange Hose angehabt. Ich habe seit April, ich schwöre es euch, die ganze Zeit kurze Hose. Ganz, ganz komisch. Habe ich euch letztens, glaube ich, schon erzählt. War echt ein komisches Gefühl, wieder eine lange Jogginghose anzuziehen. Ich schwöre es euch. In Jeans laufe ich ja sowieso nicht rum. Ich muss mal auf jeden Fall diese Woche in die Stadt, ich muss mir mal 1-2 Hosen holen, die mir passen, die man mal so anziehen kann, wenn man rausgeht. Weil ich war beispielsweise am Montag war ich im Restaurant und ich habe so meine Jeanshosen anprobiert. Mir hat keine mehr gepasst. Dann bin ich mit Jogginghose. Das ist immer ein bisschen an so Orte. Ich bin sowieso so ein Jogginghosentyp. Im Sommer kurze so Basketball-Shorts, aber an manchen Orten ist es halt vernünftig, wenn man aufkreuzt mit einer Jeans. Genauso als ich letztes Mal die ganzen Probefahrten gemacht habe mit den Autos. Da kommst du auch wie so ein Penner mit Jogginghose zum Autofahren. Also bei Audi und Mercedes, BMW oder was weiß ich. Und die nehmen dich nicht. Das finde ich immer ein bisschen traurig. Die nehmen dich wirklich nicht ernst. Die nehmen dich nicht für voll, wenn du mit so einem Penner-Outfit kommst, Alter. Ich konnte so nach 3 Monaten wieder trainieren nach meiner Schulter-OP. Ausgepackt aus dem Schrank und gemerkt, da waren doch die Motten unterwegs. Oder aka, die Beine sind zu fett geworden. Aber, Schatzi, neue lange Hosen kommen, gell? An die Dame, was die da mit unserem Online-Shop angestellt hat und mit den ganzen Boxen. Dicker Kuss an euch, geht raus. Olympia-Boxen gehen weg wie warme Semmeln. Also wenn ihr noch eine abchecken wollt, uns direkt unterstützen wollt, bei Miracleware vorbeischauen, Olympia-Box sichern. Und ja, jetzt kommen wir in die heiße Phase. Das heißt, eure Unterstützung ist gefragt. In diesem Sinne, wir fangen an heute. Klassisch Überzüge. Wir sind immer noch im selben Trainingsstil unterwegs wie die Wochen davor. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe die ganze Vorbereitung diesen Stil hier durchgezogen. Ich habe nicht wie früher angefangen mit Volumen zu eskalieren, immer mehr. Natürlich sieht Urs fertig aus. Der befindet sich auch zwei Wochen vor dem Wettkampf. Da musst du aussehen wie ein Junkie im Gesicht, Alter. War bei mir noch nicht anders. Mehr. Guck mal, Mike Sommerfeld sieht aus wie ein Typ, der unter der Brücke lebt, Junge, mit seinem fehlenden Zahn und seinem Vollbart, Alter. Und seinem eingefallenen Gesicht. Mehr zu machen.
Dementsprechend ist die Kraft gut geblieben. Je beschissener du im Gesicht aussiehst, umso besser ist die Form, sage ich immer. Das Muskelvolumen ist gut geblieben und ja. Nach dem Olympia kann ich dann ein Fazit ziehen, ein Resümee ziehen. Okay, war das Training jetzt zielführend? Was kann ich wie anders machen? Und weiter nach dem heiligen Gral gucken. Was ist das Beste? Was ist der beste Split, um noch besser zu werden? Nee, Spaß beiseite, aber läuft gut. Warm-up-Sätze werden gefetzt. 4 Wochen vorher einfach nochmal mehr Impact draufgelegt. Wir wollen ja nicht wieder der alte Mann Chris, wollen wir uns ja nicht den Muskel wegreißen. Deswegen passt. Schutz feiert! Passt man da auf. Gerade wenn alles trockener wird, jetzt die Form richtig an die ekligen Shreds geht sozusagen. Gerade in der ersten Übung, in der dritten, vierten Übung. Wer da noch seinen Rücken aufwärmen muss oder den Muskel, den er trainiert, der hat was falsch gemacht, Digga. Ja, da hast du aber Glück gehabt, dass du ein Isoclear bestellst, es dir nicht schmeckt, du schickst es zurück und bekommst das Geld zurück. Das ist krass, Digga. Da sind die echt kulant gewesen bei dir. Warming up, man, we're warming up. Und zum Muskelschutz habe ich den ESN Intra am Start. Wie viel nimmst du? 50 Gramm. Eine Portion, mehr gönnt Stefan nicht, aber es reicht auch aus, sind 20 Gramm Carb, 15 Gramm Essentials, EAAs und Kokoswasser, Taurin auch ganz wichtig, Magnesium drin, lauter guter Stuff, der direkt ins System geht. Und in diesem Sinne. Guck mal, die sagt ihm auch, dass die Pause nicht so lang sein soll, das ist doch korrekt von Alice hier. Kommst du genau richtig, denn du kannst mir helfen. Ey, ich habe mich auch gesehen, das wurde mir zugeschickt, ich bin in einem Motivationsvideo drin auf Englisch mit Lee Priest. Wie hat der Cutter, der das geschnitten hat, gefunden? Und ich rede auch auf Deutsch, das hat gar keinen Sinn, dass die mich da reingemacht haben. Und jetzt heißt Topset. 2 Sätze, Topset wird weggehauen. Right TV, danke fürs Abo. Urs wird jeden überraschen, denke ich. Der hat 100% nochmal Progress gemacht. Leute schreiben den zu schnell ab. Ich glaube, dass es trotzdem einen Dreierkampf gibt für Platz 2, 3 und 4. Ja, das ist das Problem in Deutschland. Verkackst du einmal, was in meinen Augen nicht mal verkackt ist. Ja, er rutscht von Platz 3 auf Platz 4. Wirst du schnell abgeschrieben oder gehatet oder sonst was. Und das finde ich immer traurig. Ihr müsst euch vorstellen, er ist immer noch in der Top, Top, Top Elite und wir haben einen Jungen aus Deutschland, der noch sehr jung ist, der noch gar nicht seine Prime erreicht hat, der dann schon quasi abgeschrieben ist, aus dem wird eh nie irgendwas. Wenn Bumstead aufhört, werden die Karten komplett neu gemischt und ich bin auch fest der Meinung, fest überzeugt, dass er sich dieses Jahr wieder verbessert hat. Ja, ich bin gespannt aufs Paket, was er da zaubern wird, ist ja nicht mehr lange. 2,5 Wochen ungefähr, dann sehen wir das Ganze. Ich wollte in diesem Video auch eher auf den Talk eingehen am Anfang, weil ich das sehr, sehr spannend und interessant fand, wie seine Prep lief, dass er sich auch gar nicht so gefühlt hat, anstatt auf das Video. Deswegen, wenn ihr euch das, gesamte Training reinziehen möchtet, dann schaut auf jeden Fall bei Urs vorbei. Ja, ich gebe auf jeden Fall auch diese oder nächste Woche noch eine Prediction ab. Landet dann auf meinem Kanal, eine ausführliche Prediction mit Vergleichen zur Classic und zur Open. Aber wie gesagt, Urs ist nicht abgeschrieben, Freunde. Ja, selbst wenn er Fünfter wird, ist es immer noch, du bist Platz 5 von der gesamten Welt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das ist das, was mich traurig macht. Du rutschst von Platz 3 auf 4 und schon bist du bei den meisten abgeschrieben. Das ist so traurig in Deutschland leider. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern.
Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins. Also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnochzweiwochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.